Willkommen zum Mittwochsupdate vom 7.3.2018. Ja, der Pferdemarkt hat am Westkap Fischerdorf eröffnet, da schauen wir auch gleich mal nach, da die Tinker ja nicht mehr in Firgrove und bei Marley zu finden sind. Und in Fort Pinter stand ja auch einer. Und ich weiß gar nicht, wo noch überall. Da werden wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir die dort finden. Dann gab es die Info, dass es dass diverse Fehler behoben wurden im Februar, wie zum Beispiel das eine Haus im Munzecheldorf, das dann vor dem Transporter war. Man sitzt jetzt wohl auch beim Araber oder Araber Pinto ein bisschen weiter vorne im Sattel. Es gibt wohl neue Texturen für die Fässer rund um das Silverglade Weingut und. Also da wurde eine längere Liste aufgeführt, was alles so behoben wurde. Dann gibt es jetzt eine neue Quest, bei der wir endlich Hermann retten können. Ja, endlich können wir Hermann retten. Voraussetzung dafür ist die Quest, in der wir mit Frau X gesprochen haben müssen, nachdem wir Hilfe bekommen haben von Gretchen beim Hacken des Sticks, des USB-Sticks. Ja, und dann gibt es noch neue Pferde, also neue nordschwedische Kaltblüter in Veildale und Firgrove. Ja, die schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Aber jetzt erstmal der Pferdemarkt. Und gut, hier sehen wir erstmal die Araber. Gut, ich wollte gerade sagen, das sieht so leer aus, aber hier hinten. Gut. Also bei der Standard, beim Standard-Pferdeset sind sie nicht dabei. Vielleicht bei der zweiten, müssen wir mal schauen. Ja. Das sieht doch. Ich weiß nicht, könnte auch nordschwedisches Kaltblut sein? Nee, aber hier stand doch sonst noch keiner. Nee, ist aber nordschwedisches Kaltblut. Okay. Sind das hier alles wahrscheinlich nordschwedische Kaltblüte? Auch ein Kalti. Und ja, auch. Gut. Dann nochmal weiter. So, hier stand ja schon ein Tinker, würde... Aha. Hier ist der Rapschecke. Aber noch für 950 Starcoins. Da hat sich preislich nichts geändert. Dann wird es bei den anderen auch so sein. Die beiden standen ja auf jeden Fall in Firgrove. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, der Braunschecke stand, glaube ich, schon immer auf dem Pferdemarkt. Den kenne ich nirgends anders. Aber wo... Es gab doch noch mehr. Sind die anderen noch da? Sind nur die in Firgrove weg? Wir können ja vielleicht auch nochmal schauen. In Fort Pinter müsste dann ja noch einer stehen. Und beim Marley muss es eigentlich auch, ich glaube, sogar zwei Stück geben. Noch ein Set gibt's ja nicht. Nee, drei von drei. Habe ich irgendwen übersehen? Aber eigentlich die Pferde sind ja schon vom Modell her ziemlich gut zu unterscheiden von den anderen, die es auf dem Pferdemarkt gibt. Gut, ich würde trotzdem sagen, wir lassen uns jetzt einmal abholen. Und dann schauen wir uns zuerst die neuen nordschwedischen Kaltblüter an. Die drei neuen Farben. Und danach können wir nochmal schauen nach Fort Pinter oder Marley. Wo sie auch immer... Ich glaube, stand im Veldel nicht auch ein Tinker. Ich bin mir aber bei Veldel nicht mehr sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Na egal. Erstmal schauen. Auf dem Bild sahen die drei neuen Farben ja schon ganz schick aus. Der eine, das dürfte der sein, der am Goldblattstall stand. Das Tierchen. Ich glaube, der wurde hier als brauner bezeichnet. Ja, und hier steht der dunkelbraune. Hat auf jeden Fall eine ganz schöne Textur. Hier unten so ein bisschen weiß. Direkt über dem Huf. Ja, 749 Starcoins ab Level 8 zu kaufen. Hat auf jeden Fall eine sehr schicke, interessante Blässe. Farblich auch sehr schön. Das sieht für mich... Ja, aber mit dem Einschlag in so einen Rotstich, oder? So ähnlich wie der in Fort Pinter steht. Scheint momentan noch nicht so viel los zu sein. Aber der ist auf jeden Fall auch recht niedlich. Definitiv. Von der Fellstruktur auf jeden Fall ganz toll gemacht.
Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, auf nach Firgrove, wo dann ja die anderen beiden Farben stehen sollen. Und dann können wir da auch gleich sehen. Also Firgrove bin ich mir ziemlich sicher, dass da die beiden Tinker fehlen. Aber vielleicht stehen da jetzt dafür auch die nordschwedischen Kaltblüter. Ich glaube, da standen vorher keine. Vielleicht wird da einfach nur umsortiert. Kann natürlich auch sein. So, mal sehen, ob dann hier ein bisschen mehr los ist. Hier stehen ja immerhin dann zwei Farben. Genau, und die stehen da, wo sonst die Tinker gestanden haben. Die beiden, die wir hier schon auf dem Markt gesehen haben. Ja, das sieht doch ziemlich so aus wie der, der am Goldblattstall steht. Auch bei den beiden die Fellstruktur gefällt mir definitiv. Hier müssen wir auch mal gucken. Ja, wurde aus als Weiß-Isabel bezeichnet, die Farbe hier. Ich weiß nicht, weil die Mähne und Schweif ein bisschen cremiger sind oder warum. Das sieht auch so aus, als wenn er hier so ein Stich ins Pinke hat, ne? Die Augenfarbe finde ich ganz interessant. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen beiger aus, cremiger als die ja, Fellfarbe. Vielleicht ist das ja der Hinweis. Ich habe nämlich, was die Farben angeht, nicht unbedingt so den Überblick. Also Rappen erkenne ich ja noch, braune Füchse, aber alles so diese Spezialbezeichnungen, also Isabelle habe ich vorher noch nicht wirklich gehört. Für mich sieht das hier doch ein bisschen pinkig aus. Na super, jetzt nimmt's Tierchen den Kopf weg. Aber sonst definitiv auch schicke Tierchen. Also finde ich aber den braun hier nebenan wäre eher meins. Die Schnute ist auch schon wieder so ein bisschen sehr. Er ist nicht so krass pink wie bei dem nach Mustang bei Marley, der Tigerschecke, aber. Naja, schon ziemlich rosa. Sind auf jeden Fall auch ganz schicke Kerlchen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einmal auf den Weg nach Fort Pinter, würde ich sagen. Da bin ich mir ganz sicher, dass da ein nordschwedisches Kaltblut stand. Aber da steht ja jetzt auch wieder eins. Nee, Fort Pinter war auf jeden Fall kein. Tinker bei Marley standen die, ne? Steve's Farm. Bei Marley stand auf jeden Fall einer, den habe ich mir nämlich angeguckt, genau. In Fort Pinter stand das nordschwedische Kaltblut, das ich dann nachher gekauft habe. Ja, es war ein ziemliches Hin und Her. Aber bei Marley bin ich mir ganz sicher, da standen zwei. Da stand ein ziemlich dunkler und ein Schimmelchen. Nee, dürfte sogar noch hier stehen. Okay, na, drei sogar. Das hier müsste auch ein Tinker sein. Gut, dann sind nur die beiden gewichen erst einmal. Das heißt, mit den Tinkern, das dauert wahrscheinlich doch noch ein bisschen, bis die überarbeitet werden. Schade. Ja, den hier, den fand ich auch ganz cool. Wenn es die Farbe mit einem neuen Modell geben würde, das wäre super klasse. Ja, das hier ist der Rappe. Na gut, und dann steht das Schimmelchen hier noch. Okay, also dann sind nur die zwei Tinker erstmal auf den Pferdemarkt gewandert. Den Rest finden wir hier auf jeden Fall noch bei Mali. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt noch mehr stehen könnten. Aber gut, dann wird das auf jeden Fall auch geklärt.
Ja, was sagt ihr denn zu den neuen Farben vom nordschwedischen Kaltblut? Ich persönlich bin super happy, dass jetzt endlich wenigstens so ein bisschen Quest dazugekommen ist. Ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen mehr zu tun haben werden. Mal schauen. Und oh, hier ist schon ein neues nordschwedisches Kaltblut unterwegs, oder? Sieht sehr so aus. Ja, also ich persönlich freue mich am meisten über die neue Quest. Die neuen Farben sind auch ganz schick. Aber gut, ich habe meine zwei Kaltis jetzt und erst einmal reicht's, würde ich sagen. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.